Wir sind heute hier zusammengekommen, um mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Lünen über ihre Innenstadt zu sprechen. Wir wollen wissen, was sie bewegt, in diese Innenstadt zu kommen. Aber viel wichtiger ist die Frage, was sie in Zukunft bewegt. Was brauchen sie von der Lüner Innenstadt? Was macht sie attraktiv? Warum wollen sie sich dort aufhalten? Das ist der Gedankengang, weshalb wir heute in diese Diskussion eingestiegen sind. Und das aus der Perspektive derjenigen zu diskutieren, die diesen Raum nutzen, nämlich der BürgerInnen, das ist, glaube ich, das, was es faszinierend macht. Und deshalb freue ich mich sehr auf den heutigen Tag. Ja, das ist ein ganz großer Wunsch von mir. Einfach vor dem Rathaus, dieser Platz ist so wunderschön, Leute zusammenzubringen, sie eigentlich aus ihrem Zuhause rauszulocken, hierher zu kommen und zu zahlen. Dann muss man durch die Stadt gehen, ganz gezwungenermaßen. Und dann kriegt man zu sehen, wie schön eigentlich Lünen ist. Und wir hoffen, dass es noch schöner wird für unsere Senioren und für uns natürlich auch. Ich bin Tobias Antöfer, bin erster Vorsitzender eines hiesigen Sportvereins, Stark Lünen. Ich habe heute am Erlebnisraum teilgenommen in Lünen. Ich durfte feststellen, dass Lünen sehr viel Potenzial hat für die Zukunft. Wir möchten halt auch einen großen Faktor Inklusion natürlich mitbringen. Und ich denke, wenn das alles, diese Mosaiksteine, die wir auch sehen dort, zusammengefasst sind, dass dann ein großes Ganzes entstehen kann. Und ich denke, dass jeder seinen Beitrag geleistet hat und erstaunlich, wie viele gute Ideen zusammengekommen sind.